Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Conan der Irish Terrier Training. Heute geht es um die Vorbereitung für den Hundeführerschein. Ich möchte mit Conan gerne den Hundeführerschein machen und was das genau beinhaltet und was wir dafür üben, darum soll es in diesem Video gehen. Zuerst einmal habe ich mich wie üblich belesen. Ich habe nachgeguckt, was man für den Hundeführerschein in Berlin benötigt, denn der Hundeführerschein in Berlin ist ja seit einigen Jahren verpflichtend. Verpflichtend heißt in diesem Fall nicht, dass du dir keinen Hund halten darfst, wenn du keinen Hundeführerschein hast. Es heißt lediglich, dass wenn du deinen Hund auf Flächen freilaufen lassen möchtest, also ohne Leine, auf denen der Hund theoretisch ohne Leine laufen darf, dann brauchst du dafür aber einen Führerschein, einen Hundeführerschein. Und es gibt natürlich nach wie vor Flächen, auf denen man grundsätzlich Hunde anleihen muss, zum Beispiel in Parkanlagen oder im Wald. Und es gibt natürlich auch Flächen, auf die ein Hund grundsätzlich nicht darf, zum Beispiel Kinderspielplätze oder Badeanstalten, also für Menschen, Hundestrand natürlich nicht. Da darf ein Hund grundsätzlich gar nicht hin. Wenn du aber deinen Hund zum Beispiel einfach auf der Straße, auf dem Gehweg ableihen möchtest, dann brauchst du einen Hundeführerschein. Es sei denn, du hast deinen Hund schon vor 2016 gehabt. Also inzwischen ist das natürlich immer noch möglich. Wir haben ja jetzt Ende 2021, das heißt, der Hund wäre jetzt vielleicht 5 Jahre alt. Also wenn dein Hund 5 Jahre oder älter ist und du hast ihn schon so lange, dann darfst du ihn auch nach wie vor noch ohne Leine führen. Wenn du aber einen Hund neueren Datums hast, dann musst du ihn an der Leine führen, immer und überall, es sei denn, du hast diesen Hundeführerschein. Man kann allerdings auch seine Sachkunde nachweisen, indem man beweisen kann anhand von Steuerformularen, dass du in den vergangenen 5 Jahren mindestens 3 Jahre durchgängig einen Hund hattest. Also wenn wir Conan 3 Jahre alt haben, dann kann ich meine Sachkundefähigkeit beantragen, weil ich ja innerhalb von 5 Jahren 3 Jahre rund um die Uhr sozusagen einen Hund hatte. So, und dann ist man auch sachkundig und auch dann darf man seinen Hund wieder ableihen. Man kann den Hundeführerschein in Berlin zumindest, aber ich glaube, es ist generell, mit dem Hund nur ablegen, wenn der Hund mindestens 1 Jahr alt ist. Da man ihn aber dann, wie gesagt, wenn er 3 Jahre alt ist oder ein bisschen älter als 3 und man sich diesen Sachkundenachweis holt, man ihn auch ableihen darf, heißt es, dass dieser Hundeführerschein eigentlich nur zwischen 1 Jahr und 3 Jahre, also für diese 2 Jahre, wirklich gültig ist. Ansonsten muss man ihn eigentlich gar nicht machen. Also andererseits finde ich aber, dass es natürlich auch nicht schlecht ist, wenn man so ein bisschen das Handling mit seinem Hund beherrscht. Und es gibt einem selber natürlich auch ein bisschen Sicherheit und sollte man dann doch mal ins Ordnungsamt geraten und die wollen sehen, dass man da irgendwie was hat, dass der Hund frei laufen darf, dann hat man eben diesen Hundeführerschein. Der Hundeführerschein besteht bzw. die Prüfung aus 2 Teilen. Einem theoretischen, das ist ein Fragenkatalog für den Menschen. Da gibt es, ich glaube, es sind 120 oder sonst wie oder 130 verschiedene Fragen. Aus diesem Fragenkatalog werden 30 Fragen abgeprüft. Und das ist ein Multiple-Choice-Test. Das heißt, es gibt eine Frage, es gibt mehrere Antwortmöglichkeiten und mindestens eine der Antworten, vielleicht sogar aber auch alle, sind richtig. Und man muss halt ankreuzen, was richtig ist. Man hat die Frage dann richtig beantwortet, wenn man alle richtigen Antwortmöglichkeiten angekreuzt hat. Also wenn man, sagen wir mal, eine von 2 möglichen richtigen Antworten gegeben hat, dann kriegt man keinen halben Punkt oder so, sondern dann ist die Frage falsch beantwortet. Dieser Fragenkatalog, den kann man sich allerdings auch im Internet runterladen, also bei berlin.de, und dann sucht man da irgendwie nach Hundeführerschein oder sonst was. Da gibt es diesen Fragenkatalog, kann man sich runterladen. Es gibt dafür auch ganz tolle Apps fürs Handy, die sind aber jetzt nicht nach dem Berliner Hundeführerschein, nach dem Fragenkatalog, sondern ist der Fragenkatalog vom BHV, also vom Berufsverband für Hunde, Erzieher heißt es tatsächlich, nicht Trainer und Verhaltensberater.
Da sind die Fragen fast die gleichen. Wobei bei dem scheint es immer nur eine von mehreren richtigen Antworten zu geben, was die Sache eigentlich leichter macht. Dann also macht man zuerst diesen Teil. Man hat eine Dreiviertelstunde Zeit, diese 30 Fragen zu beantworten. Und wenn man das geschafft hat, man muss mindestens 70% richtig haben, dann kann man den praktischen Teil ablegen. Der theoretische Teil, man kann die unabhängig voneinander machen. Der gilt ungefähr, ich glaube, ein Jahr gilt er. Dann sollte man den praktischen in der Zeit irgendwann mal gemacht haben. Man kann aber auch alles direkt hintereinander wegmachen. Der praktische Teil, der gilt immer nur für ein Mensch-Hund-Team. Das heißt, wenn ich als ein Mensch mehrere Hunde habe, müsste ich mit jedem Einzelnen den Hundeführerschein machen, wenn ich das denn will. Wenn ein Hund mehrere Menschen hat, dann müssten, wenn alle Leute den ohne Leine führen wollen, alle Personen im Haushalt oder wer auch immer mit diesem einen Hund den Hundeführerschein machen. Das gilt also immer nur für ein Team aus einem Menschen und einem Hund, der Führerschein. Der gilt sozusagen nicht für den Mensch mit allen Hunden und der gilt auch nicht für den Hund mit allen Menschen. Ja, ich habe mir außerdem auch noch dieses tolle Buch gekauft. Da sind wirklich alle Übungen drin und die ganze Theorie natürlich im Fließtext erklärt. Da findet man auch nochmal den Fragenkatalog und da sind halt die Übungen auch mal so knapp angerissen. Also was man da macht, wie man dem Hund zum Beispiel beibringt, an einem Ort zu bleiben oder mal einen Gegenstand auszugeben. Und außerdem haben wir diese tolle Tabelle. Da seht ihr auch nochmal, dass es welche Übungen da abgeprüft werden. Die hier ist jetzt allerdings auch vom BHV. Die ist sehr ähnlich, aber nicht ganz genauso wie die aus dem Berliner Hundeführerschein. Beim BHV ist es so, das Ganze gliedert sich in drei Stufen, also 1, 2, 3. Die erste Stufe ist einfach nur der Sachkundenachweis. Das ist, weiß ich jetzt nicht, vielleicht, wenn man irgendwie Mist gebaut hat und man nachweisen soll, dass man überhaupt sachkundig ist, aber man hat vielleicht gar keinen Hund oder was weiß ich, keine Ahnung, dann macht man dieses erste. Stufe 2 ist mit Leine und Stufe 3 ist ohne Leine und nur wenn man Stufe 3 hat, darf man den Hund eben auch ohne Leine führen. Das Ganze, also jede von diesen Stufen, je nachdem, welche man machen will, wobei, wie gesagt, Stufe 3 die sinnvollste ist, wird einmal in ablenkungsarmer Umgebung gemacht, also mit möglichst wenig Ablenkung, dann in Umgebung mit leichter Ablenkung. Also die nennen das hier Grünanlage und Hundeauslaufgebiet, wobei ich ehrlich sagen muss, eine größere Ablenkung als das Hundeauslaufgebiet gibt es für meinen Hund nicht. Und das dritte ist schwere oder hohe Ablenkung. Die bezeichnen das hier als innerstädtischen Bereich. Also da wir ja sowieso innerstädtisch wohnen, für Conan ist innerstädtischer Bereich totaler Alltag, ist keine große Ablenkung. Also die beiden werden bei ihm sozusagen umgedreht. Und da gibt es verschiedene Übungen. Und ja, ich versuche euch Teile davon, die ich mal im Video aufgenommen habe, im Hintergrund zu zeigen. Ansonsten, ja, die anderen benenne ich halt einfach nur mal. Also all diese Übungen werden halt in allen drei Umgebungen abgeprüft und in der Stufe 3, das ist wie gesagt die schwierigste, da gibt es eine Bleibübung, allerdings noch mit Leine. Also man kann den Hund anbinden und sagt ihm, er soll da bleiben. Dann muss er, glaube ich, 1 oder sogar 2 Minuten da sitzen bleiben. Und man selber entfernt sich bis zu 30 Schritte von dem Hund. Das kann man mit Sichtkontakt, aber auch ohne machen. Also am schwierigsten ist es natürlich 2 Minuten ohne Leine und ohne Sichtkontakt. Das ist natürlich ziemlich schwierig. Dann gibt es den Rückruf. Der wird auch mehrmals pro Prüfung geprüft. Einerseits kann man das mit Leine machen. Dann sozusagen aus der Bewegung, also man geht spazieren, der Hund geht ein bisschen vor, man ruft ihn, der dreht sich um und kommt wieder zurück. Das kann man einmal mit Leine machen, aber natürlich eben auch ohne Leine. Da wird das geprüft in einem Umkreis von 10 Metern, also der Hund ist ungefähr 10 Meter entfernt, nicht viel weiter, also der ist jetzt nicht 100 Meter entfernt, ihr ruft und der kommt, sondern 10 Meter. Viel weiter sollte er sich ja im Straßenraum eh nicht von euch entfernen. Und eben ohne Leine und in der Bewegung, also nicht ihr setzt den ab, geht ein paar Schritte und ruft den zu euch, sondern ihr geht halt spazieren, läuft 10 Meter vor oder ist stehen geblieben, weil er schnüffelt oder so. Ihr ruft ihn und der kommt zu euch. Dann das Handling, also den Hund überall anfassen zu können, also an den Pfoten, an den Beinen, am Schwanz, am Bauch, am Rücken, am Kopf. Die Ohren kontrollieren, die Augen kontrollieren und auch die Zähne kontrollieren. Also, dass man ihm sozusagen ans Maul fassen kann, dass man die Lefzen hochziehen kann, ohne dass er reagiert. Das macht ihr natürlich immer alles selber mit dem Hund. Es gibt aber auch die Aufgabe, dass eine Person, eine fremde Person auf euch zukommt und euch anspricht oder euch gegebenenfalls die Hand gibt oder nachfragt nach dem Weg
und dann soll halt der Hund ruhig bleiben. Also er soll nicht hochspringen und er soll sich schon gar nicht aggressiv verhalten, aber er sollte halt nicht irgendwie Kontakt mit dem Menschen aufnehmen. Er muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sitzen bleiben, der kann ja gut auch stehen und vielleicht mal irgendwie an einem Jackenzipfel schnüffeln, aber er sollte halt ja, ruhig und händelbar bleiben. Hier im BHV-Führerschein gibt es auch eine Maulkorbübung, da muss man, ich glaube, 10 Meter mit Maulkorb laufen. Die gibt es aber im Berliner Hundeführerschein nicht, meine ich. Wir sind ja nebenbei auch noch in einem Hundeführerschein-Trainingskurs. Das ist aber eine offene Stunde. Also das ist jetzt nicht ein Kurs mit, sagen wir mal, 6 Stunden oder 8 Stunden und dann ist er vorbei und dann gibt es die Prüfung, sondern du machst das halt so lange, bis du der Meinung bist, passt, und dann machst du die Prüfung. Wir haben noch nie mit Maulkorb geübt und ich glaube, das kommt auch nicht dran. Es steht auch nicht da, dass man einen dabei haben soll. Dann gibt es hier beim BHV-Hundeführerschein auch eine Fixierenübung. Also jemand glotzt den Hund an und der Hund soll aber ruhig bleiben. Und die Übung des Ausgebens, also man hat ein Spielzeug, man spielt mit dem Hund, man sagt dem Hund aus auf einmaliges Kommando und dann gibt er den Gegenstand auch frei. Dann wird natürlich auch die Leinenführigkeit geprüft. Also die wird natürlich während des gesamten Spaziergangs, denn das ist es ja, man spaziert halt ein Stück durch die Stadt, wird natürlich immer wieder geguckt, wie die Leinenführigkeit ist. Die sollte überwiegend durchhängen, die Leine. Also sie sollte überwiegend locker sein, dass die mal gestrafft ist, weil er mal irgendwo hin will und schnüffeln und so, das ist okay. Die sollte aber nicht ständig gestrafft sein, sollte überwiegend locker sein. Dann gibt es die Übung Sitz, Platz, Steh. Man kann sich in der Regel aussuchen, was man davon haben will. Und manchmal wird nur eine Sache gefordert, manchmal werden zwei Sachen gefordert, manchmal wird es halt vorgegeben, manchmal wird es nicht vorgegeben. Ihr dürft aber nur ein einmaliges Kommando geben. Also entweder ihr sagt Sitz, Platz oder Steh und ihr könnt euch vielleicht aussuchen, welches, oder ihr habt ein Handzeichen dafür. Wenn ihr das aber immer nur geübt habt mit ich sage Sitz und hebe den Zeigefinger gleichzeitig hoch, dann gilt das auch als ein Kommando. Dann gibt es beim BHV-Hundeführerschein die Übungen vom Auto ein- und aussteigen. Das ist bei uns ein bisschen schwierig. Du kannst ja nicht voraussetzen, dass jemand ein Auto hat. Deswegen finde ich es schwierig. Also da ist es so, du machst den Kofferraumklappe auf, der Hund ist drin und du sagst ihm, er soll warten. Und obwohl die Klappe auf ist und du vielleicht nicht mit deinem Körper die Klappe blockierst, bleibt der Hund halt im Auto und springt nicht gleich raus. Dann sollte man auch... Wie viel waren es? Ich glaube, es waren 100 Meter, soll man gehen und der Hund soll in der näheren Umgebung bleiben. Also der kann auch gerne mal 3 oder mal 5 Meter weiter weg sein, aber er sollte folgen und zwar ohne Leine. Also das heißt, ihr geht 100 Meter, das wird dann schon überprüft und dabei habt ihr halt den Hund ohne Leine und der bleibt so in einem gewissen Radius um euch und folgt euch halt. Und eben natürlich auch nochmal den Rückruf. Dann gibt es halt verschiedene Begegnungen, die geprobt werden, also mit schnellen Objekten, zum Beispiel Fahrrad, Roller, Skateboard. Dann mit Personen, die ungewöhnliche Bewegungsmuster haben, weil sie zum Beispiel einen Gehstock haben oder im Rollstuhl fahren oder torkeln, weil sie betrunken sind oder sonst irgendwas. Dann gibt es auch noch die Begegnung mit fremden Hunden. Da soll man seinen Hund, ich glaube aber immer an der Leine, mit 3 Meter Abstand an einem fremden, wartenden Hund vorbeiführen. Also da sitzt irgendwo ein Hund mit seinem Menschen, beide sind angeleint und man soll seinen Hund im Abstand von 3 Meter vorbeiführen. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob dann der eigene Hund angeleint sein soll oder freilaufen soll. Auf jeden Fall ist der wartende Hund, an dem man vorbeigeht, angeleint. Und dann gibt es ja eben nochmal diese Übung, dass einen jemand anspricht. Und ja, also mal mit Hund und mal jemand ohne Hund. Ja, wie gesagt, die Leinenführigkeit an sich wird überprüft und dann wird halt noch so ein bisschen der Umgang in der Stadt halt geprüft. Also wie verhält sich der Hund an stark belebten Orten? Will er zu jedem hin? Springt er die Leute an? Knurrt der? Bellt der? Wenn man merkt, zum Beispiel, wenn ganz nah Leute an einem vorbeilaufen, ob der da irgendwie anders reagiert als normalerweise. Schmale Wege eben. Ne? Und ja, beim BHV-Führerschein wird auch nochmal der Fahrstuhl geprüft und ein Ladengeschäft bzw. ein Restaurant, dass er sich halt dann da irgendwie ruhig am Tisch verhält und nicht draufspringt und den Kellner nicht angeht und so weiter. Das sind halt die Übungen, die man machen muss. Wie gesagt, der Berliner Hundeführerschein ist ein bisschen anders als der BHV-Hundeführerschein, aber im Groben und Ganzen ist es in etwa gleich.
Diese Hundeführerschein, sowohl die Theorie als die Praxis, kosten auch Geld. Das sind so insgesamt beides zusammen so knapp 100 Euro, so in etwa. Ne? Es kommt ein bisschen auf die Hundeschule an. Manche sind ein bisschen teurer, manche sind ein bisschen günstiger. Aber so in etwa 100 Euro plus minus 20 kann man sagen. Also für die Theorie 30 und für die Praxis 60. So ist es in unserer Hundeführerschein-Übungsgruppe. Und man kann die Theorie und die Praxis so oft wiederholen, wie man will. Also wenn man einmal durchgefallen ist, kann man es halt wiederholen. Also natürlich nicht sofort und augenblicklich, sondern dann eben beim nächsten Versuch. Also das ist jetzt nicht so, dass wenn man es dreimal nicht geschafft hat, dann war es das für immer. So ist es nicht. Ja, das ist also der Hundeführerschein. Ja, über Sinn und Unsinn kann man sich eben streiten. Wie gesagt, der Hund muss mindestens 12 Monate alt sein, also mindestens ein Jahr. Dann darf man den Hundeführerschein machen. Man kann die Kurse natürlich auch vorher schon besuchen. Und der Hund muss natürlich gechippt sein. Der Chip wird so theoretisch auch ausgelesen. Man tut so, als ob. Und dann muss er halt auch ruhig bleiben. Der Hund muss natürlich braucht eine Steuermarke, also muss Steuern zahlen. Man braucht auch eine Haftpflichtversicherung für den Hund, ist in Berlin tatsächlich sogar vorgeschrieben. Und ansonsten darf man halt nur bestimmte Sachen zum Üben oder für die Prüfung mitnehmen. Also entweder man hat den Hund an einem Geschirr oder an einem Halsband, was man eben entweder fest verschließen kann, oder ein Zugstoppband, nicht ohne Stopp. Ohne Stopp ist es nicht erlaubt. Es sind natürlich auch keine Sprüh- oder Elektrohalsbänder oder Stachelhalsbänder erlaubt und keine Würgehalsbänder. Also alles, was sowieso gegen das Tierschutzrecht verstößt, darf man ja ohnehin nicht machen. Also ihr könnt ein Geschirr nehmen oder eben ein ganz normales Halsband bzw. ein Zugstopphalsband könnt ihr verwenden. Ihr dürft eine Hundepfeife verwenden. Ihr dürft aber nicht, also zumindest steht es nicht bei den Sachen dabei, die erlaubt sind, den Klicker verwenden. Er steht nicht, dass er verboten ist, aber es steht auch nicht, dass ihr den benutzen dürft. Also es ist halt klar geregelt, was ihr benutzen dürft. Und alles, was nicht draufsteht, dürft ihr halt nicht benutzen. Ihr dürft Spielzeug und Leckerlis zur Belohnung dabei haben. Ihr dürft euren Hund damit aber nicht locken. Also wenn ihr den Hund ruft und er soll zu euch zurückkommen, dann dürft ihr nicht schon das Spielzeug oder das Leckerli in der Hand haben. Wenn er bei euch angekommen ist, dürft ihr das rausholen und den Hund dann damit belohnen. Ja, so viel zum Hundeführerschein. Wir sind, wie gesagt, gerade im Übungskurs und er hat sich schon deutlich verbessert. Ja, und ob er den denn dann schafft, das seht ihr oder erzähle ich euch vielleicht in einem anderen Erfahrungsbericht. Ich werde davon auf jeden Fall kein Video machen, denn bei uns ist das so, dass mindestens 6 Leute in der Prüfung sein müssen, also auch in der praktischen, damit die überhaupt stattfindet. Und da sind natürlich Menschen und Hunde drauf, die nicht mein Hund sind und die Leute wollen das vielleicht nicht. Außerdem möchte man ja vielleicht auch nicht sehen, wie andere scheitern. Und die Prüfer wollen sich nicht in die Karten gucken lassen. Mal abgesehen davon, dass ich ja selber so sehr damit beschäftigt sein werde, diese Prüfung dann mit ihm abzulegen, wenn es soweit ist, dass ich dann keine Zeit haben werde zu filmen. Eben außer andere Leute und die möchten das gegebenenfalls nicht. Ja, an dieser Stelle ist das Video wieder zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr fandet es in gewisser Weise lehrreich. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Conan, der Irish Terrier. Bis dann, ciao, ciao.